Das sah echt cool aus. Oh, wunderbar. Das schon? Ah. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Guten Morgen, Hans. Das üben wir jetzt einmal. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Guten Morgen, Hans. Schon wach? Ja. Ich nicht. Meine Lieben, am heutigen Tag haben wir uns hier zusammengenommen vor der edlen Vogtbühne am edlen Pfingstmontag, um einer weiteren Geschichte zu lauschen. Am gestrigen Tage haben wir gespielt vom singenden Knöchelein. Vorgestern war es die Geschichte, die Ehrwürdige vom Pferd und Schwein. Jetzt hatten wir eigentlich vor, gerade am heutigen Tag Schneeweißchen und Rosenrot zu spielen. Das Publikum sagt Juhu. Juhu. Wir haben uns aber anders entschieden. Das Publikum sagt Boah. Meine Lieben, am heutigen Tage werden wir aufführen und zunächst einen Tusch. Tod, bist du bereit? Nein. Anscheinend nicht. Darf ich den Tod einmal zitieren? Einmal mit Profis arbeiten. Applaus für den Tod. Lauter. Das ist kein Applaus. Wo steckst du, einer Knochen? Aus. Der kriegt nicht geschissen. Der kriegt nicht hin. Die haben wir gerade richtig unter Druck gesetzt. Sehr guter Spruch. Wir brauchen dich, hier stirbt gleich einer. Ich möchte die edle Geschichte, die wir heute beginnen, mit einem edlen Tuscher beginnen. Ja, da muss ich es selber machen. Also drum. Das Mikro ist schon an, du Idiot. Gottes Willen. Sei es dann drum. Am heutigen Tag haben wir uns zusammengenommen und werden unglaublicher Art und Weise eine Geschichte bringen, die der eine oder andere vielleicht schon einmal gehört hat, aber sich nicht daran erinnern wird. Hier in dieser Platze werden wir jetzt in diesem wundervollen Ort die Geschichte von Jorinde und Joringel spielen. Applaus und ihr dürft ausrasten. Jorinde und Joringel, allen ehrwürdig, ein edles Pärchen. Vom Herzen haben sie sich so gern und zogen durch die Welt, stets Spaß zu haben. So, jetzt haben wir keine Zeit mehr. Tod, ich habe die Faxendecke. Ja. Bist du soweit? Ja. Für euch, an der Stätte, der edle Junker Joringel. Jeden Tag. Ich rausche. Ja. Wenn ich dich so sehe, möchte ein Lied einstimmen, das heißt Manta, 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 Manta. Fährst du genauso im beschissenen Auto, wie du aussiehst? Also ein guter Bogenschütze. Joringel war ein guter Bogenschütze und hat selbst... bist du wahnsinnig? Ja. Wo recht hat er recht. Und hatte eine edle Jungfer an seiner Seite. Eine Jungfer. Eine Jungfer? Eine Jungfer. Ich habe keine. Soll ich sie mir aus den Rippen schneiden? Ja, nimm dir einfach irgendeine. Wir haben ja genug hier rumfliegen. Du bist keine Jungfer. Du bist doch nicht mal eine. Nee, deine Haare sind wild schon. Ja, in der Tat. Ich habe gerade was auserkoren. Was denn? Ich sehe was Schönes, was Flauschiges mit Öhrchen. Ja, guck dann immer diese Nummer. Ja, so lange. Guten Morgen, Kind. Wer bist du? Wo kommst du? Wie heißt du? Ich bin Sabrina. Hallo Sabrina, das ist dein Applaus. Was hast du? Ich habe ja mehr Haare als er. Boah, das hat sie jetzt nicht gesagt. Das liegt an meiner Enthaarungscreme, ja? Das liegt eher an deinem fortgeschrittenen Stadium der Verwesung. Wann komme ich denn? Gar nicht. Schnauze. Nun, denn die beiden hatten sich lieb. Sie haben sich einst kennengelernt auf den Wüstengegenden der A7. Der eine fuhr gen Norden, der andere fuhr gen Süden. In der Mitte war es wie beim Bruchball. Und so verliebten sie ineinander, umarmten und küssten sich inniglich. Bitteschön. Da. Ja, so ist das hier im Norden. Ja, ganz genau, oder? Was? Das ist das praktische Zeichen. Das sind die Holländer wieder. Die sagen, wir gehen unter, wir gehen unter, wir gehen unter. Na, Applaus, Holland, Aufstieg und Fall eines Weltreiches. Nächste Woche spielen wir die Geschichte
und Tante Anni, wie sie nicht zur WM fährt. Holland Fußball, ja. Ja. Nun denn, die beiden hatten sich lieb, fassen sich an die Hände und spazierten durch die Welt. Nun war es aber so gewesen. Ich muss einmal kurz hin an. Die beiden liefen über und erzählten sich lustige Sachen. Ich bin gleich wieder da. Wusstest du, Jorinde, dass Haie nicht rückwärts schwimmen können? Und Wale senkrecht schlafen? Und wusstest du, dass Napoleon eine rote Robe trug, damit niemand sieht, dass er blutet? Und Rectus trägt eine braune Kutte. Weißt du auch warum? Hör auf, Mist zu erzählen, ich muss lachen. Und wusstest du, Bruder Rectus ist Hesse. Weißt du, was über Hessen sagt? Nein, das wissen wir nicht. Das wollen wir auch nicht hören. Ach so, okay. Tag, außer Tag! Alle Hesse sind für Bresche, denn sie klauen Aschebecher. Klauen sie keine Aschebecher? Das ist ja mal der Kindertag. Ja, stimmt. Nun, sind wir endlich da? Wo laufen wir ganz hin? In den Osten oder was? Okay, ich habe keine Mauer gesehen. Nein, wir laufen in den Westen. Du bist in Dresden nicht dabei, nein? Schweigehart. Nun denn, sie konnten über die ganze Welt flanieren. Sie konnten lustig sein, mit den Tieren spielen, mit den lustigen Sonnenstrahlen im Himmel anhergehen. Mit den Tieren spielen? Guck mal, Frosch. Was denn? Ich hatte keinen Strohhalm dabei. Du hast nicht nur keine, du hast auch überhaupt keinen Geschmack. Nee, womit denn? Ich habe auch keine Zunge. Herzlich willkommen, der Tod. Der ist für seine Witze absolut geschmacklos. Aber die Poerten sind echte Killer. Ja, wollen die mit Schnabel. Nun denn, aber es gab eine Einschränkung. Hier, im tiefen, dunklen Wald, wo nie ein Sonnenstrahl hinkommt, da gab es ein Schloss. Ein Flüchtlingskind. Mit einem riesigen Garten. Ja, die Mutter weiß genau, Kind, spiel nicht zu nah am Schlossgarten. Denn dort wohnt eine böse, garstige Hexe. Das Publikum macht. Das Publikum sagt, Hans, wir glauben dir nicht. Hans, wir glauben dir nicht. Du erzählst Unsinn. Du erzählst Unsinn. Na, 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 na. Na, 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 na. Das können die Publikum. Ich dachte, die bösartige Hexe wohnt in Berlin. Ja. Nein, das tut sie nicht. Okay. Um es zu beweisen, dass die bösartige Hexe tatsächlich gab, kommt sie frisch aus Rechtersbach, importiert für euch die Hexe. Gut schaust du heute aus. Hast du abgenommen? Ich weiß. Ich bin die Hexe. Und ein schlechtes Vorbild. Hexen rauchen immer Pfeifen. Das ist mir egal, liebe Kinder. Das ist free bad. Ja. Sterben musst du sowieso und schlimmer wird's mit Marlboro. Und da wir hier keine Idioten sind, wird die Kippe, dieser Sargnagel, nicht einfach nur auf den Boden geworfen, wie sehr ein hirnloser Vollidiot, sondern hier... Und das ist mein Sandkasten. Ja. Blödes Märchen. Hast du noch mehr von den Räucherstäbchen dabei? Wo denn? Nun denn, die Hexe war garstig, denn sie glaubte, sie sei die Schönste auf der Welt. Das Publikum sagt, boah, ist mir schlecht. Boah, ist mir schlecht. Das denke ich auch jeden Morgen, wenn ich den Kerl ins Gesicht sehen muss. Pfui! Das war verschüttet von dir! Ich bin die Hexe. Ich kann machen, was ich will. Und wenn ich will, dann verwandle ich euch alle in Hundekacke. Ah, das Publikum ruft, oh nein! Oh nein! Tod, hilf uns! Tod, hilf uns! Aber du bist nicht da. Wie, ich bin nicht da. Du bist jetzt nicht da, du bist jetzt zu Ringel. Bruder Rectus, herzlichen Glückwunsch, das war der Kabelkanal. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Na und? Das wird teuer. Sind da die Stecker? Da sind die Kabel. Die Stecker sind da und da. Geht's jetzt weiter? Ja. Ich wollte es nur am Anfang gleich sagen. Ich habe nichts mitgekriegt von der Vorgeschichte. Man hört gar nichts dahin. Du musst doch nichts mitkriegen. Halt dich da raus aus dem Funkverkehr.
Und somit aber war es gewesen, dass die beiden lustig spielten. Die Hexe in ihrem Schlosse saß, ab nach hinten. Du siehst aus wie Bibo von der Sesamstraße. Achtung, ein Filmzitat. Schnauze, wir sind noch nicht fertig. Gott sei Dank bescheuert. Nun denn, sie spielten, dabei liefen sie lustig über den Plan. Und standen mit einem Mal vor dem Angesicht der grausamen, hässlichen, widerlichen, mit borstigen Haaren versehenen, vampigartigen Hexe. Und drehen. Das ist doof, dass sie hinter uns sitzt. Das gibt gleich Pfeifen. Juringel, er schrie auf. Fahr mich mal ganz leise runter. Okay, das reicht, jetzt kannst du wieder hochfahren. Was hat er denn? Ich hätte damit gerade die ganze Technik zerstört, die das auf voller Lautstärke. Jurindisch schrie auf! Ah! Nee, Moment. Was hat sie denn? Hey, warte mal. Mach du noch mal. Ruhe im Kopf! Ah! Jurinde? Ah! Die bleibt was höher. Ah! Du elender Bastard! Oi, Nuki Nuki, schnipp, schnipp, hä? Die Hexe sprang aus ihrem garstigen, dreckigen Zölibat, aus ihrem garstigen, dreckigen Turm. Erblick, Kuckuck! Sie sprang aus ihrem Turm? Ja. Ist das Brandon Stark oder was? Brandon Stark hat magische Kräfte. Nein, hat er nicht. Er hat blondes Haar gehabt. Alter, du hast dir meine Blu-ray-Sammlung ausgedrückt. Chris ist nicht aufgeschüttet. Ach, Stark. Nee, Stark war ja der andere, stimmt. Guten Morgen! Ach, ich fand die Lannisters so toll. Die Hexe war so böse, dass sie sogar schlecht Fernsehen sieht. Das Volk ruft Buh! Buh! Ja, verdient! Sander! Kling, kling! Bing, bing. Die Hexe erblickte Jurinde. Der Scheiße. Und sie fand Jurinde mit ihren zarten Buschelhörchen und dem... Ist das ein Schwanz? Ach, Jurinde, ich dachte Joringel. Nein, Jurinde. Achso, hallo Jurinde. Weiß ich, dass sie Jurinde heißt? Nein, weißt du nicht, du Idiot. Hallo, hübsches Kind. Und sie ward eifersüchtig auf ihre Schönheit. Kacke. Und sie rief, bleibet stehen! Und sprach einen finsteren Zauber. Du kannst nicht vorbei. Du klaust doch überall, oder? Hey, der ist Hesse. Was erwartest du? Und somit mussten Jurinde und Juringel steif stehen bleiben. Sie konnten sich nicht rühren. Sie waren... Ja gut, das können wir machen. Sie konnten sich nicht rühren und das für ungefähr eine halbe Stunde lang. Das Was ist das? Der hat einen Krampf. Moment, ich muss sie abschneiden. Besser. Die Hexe ging zu Jurinde. Das Weibliche. Das Weibliche. Juringel, männlich. Hansringel. Schwein. Und Jurinde, wie die Blinde. Ah ja. Ja. Nein, Jurinde ist die Blinde, die hat eine Brille auf. Oh, das war aber böse. Siggi, hör mal. Was denn? Sie schnappte sich das arme Kind. Amor? Na gut. Brachte sie zu ihrem Schloss. Komm mit. Die kann sich doch auch nicht bewegen. Da ist das Schloss. Hinter das Schloss. Rumdrehen. Hinter das Schloss. Ja. Doch nicht rumdrehen. Und sie sprach, so ein schönes Kind soll es nicht geben in meinem schönen Zauberreich. Solange du deine Füße unter meinen Tisch, bist du hässlicher. Und sie sprach einen Zauber, der noch hässlicher war als das Gesicht von Bruder Rectus. Hex, Hex. Und sie verwandelte Jurinde in eine Nachtigall. Das Publikum sagt, boy. Boy. Und die Nachtigall sang ein Lied. Wie, wie, wie? Ja, das machen Nachtigallen. Applaus. Bitte, lass uns hier setzen. Die Hexe ging zu Jurinde. Nein, hier. Die Hexe ging zu Juringel. Wenn Schnee geht, macht nichts.
ging um ihn herum, betrachtete sich die zarte Gestalt dieses köstlichen Jünglings. Ich krieg einen Krampf, mach hin. Ja. Moment, die eine Seite habe ich nicht richtig gesehen. Ja. Von hinten sieht's auch sehr interessant aus. Warte, ich drehe den mal um. Wer ist von hinten hübscher als von vorne? Scheint alles da, wo es hingehört. Mal sehen, ob es federt. Ja, sehr schön. Und es rief: Du Sünder! Du Sünder! Hexen haben doch nichts gegen die Sünde. Ja, doch, bei ihm schon. Komm, der kann ich nicht mehr. Was anderes rufen? Nein, Schande! Was anderes. Schande, genau. Du Schande. Hässliche, blöde Kuh. Du sollst förderst ohne Weib über die Welt laufen. Hast du gehört? Und deine komm. Liebe ist weg, Fuchikado. Und komm nie wieder meinem Schloss zu nah. Dein Weib gehört jetzt mir. Darf ich mich jetzt auch wieder bewegen? Dann machen wir noch nicht. Oh, Scheiße. Du, geh auf eine lange, einsame Reise. Denn das ist mein Schatz. Sie sprach einen Zauber, entzauberte damit den Jüngling und schickte ihn fort. Simsalafurzkanone. Oh. Applaus für den Tod, ihr Arme Sau. Noch eine Minute länger und der Muskel hätte jedes Gas rausgedrückt, was ich besitze. Der Jüngling, er musste in die weite Welt hinausziehen. Zack, hat er wieder eine. Er wurde Schafhirte. Schafhirte, ja. Dafür brauche ich einen Stab. Ja, wir brauchen erstmal ein paar Schafe. Kann ich mir die schießen? Nein, kannst du nicht, gib her! Doch, schieß einfach in die erste Reihe, auf die können wir verzichten, das sind ja alles Kinder. Ein paar dumme Schafe, hey, wunderschön. Du hast die richtige Haarfarbe dafür. Du auch, nein, du kannst sitzen, du musst hier die Sachen bewachen. Hier, Schaf. Die nehmen wir auch, komm. Das ist auch ein Schaf? Ja, auf die Weide? Na, das zweite Schaf ist wenigstens hübsch, aber das erste Schaf, das war ja hässlich. Oh, ein Schäferstab, dankeschön. Sag mal. Ich bin ein Einhornschaf, ich bin ein Einhornschaf. Er hat auch ein Einhornschaf. Weißt du, warum Einhörner ausgestorben sind? Ich zeig dir das mal. Aus! Messer weg! Mir sind die Hesse, mir haben die Messer. Nun, seht, eine Kröte hat ihm anscheinend aufs Haupthaar geschissen. Ein Jungschaf noch mit dazu. Los, komm ran. Ja, Quatsch, ein Jungschaf. Rein. Alle Schafe, die sich hier vorne ja, dann nehmen wir hier alle Schafe noch an, samt. Los. Die los, meine Schäfchen. Jawohl. Sonst kommt der Onkel mit dem Rohrstock. Die Schafe, sie bilden eine verköstliche Herde. Die Schafe für euch. Applaus! Und die Schafe machten... Und der Jüngling ertrieb die Schafe über die Weiden der Welt. Los! Und die Schafe, sie tanzten junge Schäflein und äßen fröhlich im Grase. Schafe links rum. Links rum, Schafe. Welches links? Das andere, ja, das ist schon das richtige links. Und als sie so weit gewandert waren... Na toll, hingeschissen, super. Merk machen, Tod, das sind deine Schafe. Schafe stehen bleiben, dankeschön. Warte, ich habe hier einen Müllsack. Dann kam es zur Nacht. Die Schafe legten sich zum Schlafen auf die Wiese hernieder. Das Publikum sagt, oi. Allein der Jüngling erweinte bittere Tränen um seine Liebste. Also das ist ja ein Schaf. Das sind eher Lämmer. Aus denen könnte man Lammdöner machen. Nein, die schweigen jetzt gerade alle. Ach so, schweigen ja Lämmer, okay. Ja, genau. Was? Die Schweine, die Lämmer? Nein, schweigen. Ach so, das hast du nicht verstanden. Silence! Du hast eine undeutliche Aussprache. Kill you! Hab ich mal... Guck doch mal alle. ...mitgebracht. In die Hand daraus. Guck doch mal, wie stramm der liegt. Das scheint ein Soldatenschaf zu sein. Jawohl. Ey, eine Raupe, krabbel mal. Aber der Jüngling, er wollte sich zu seinen Schafen legen. Und da überkam ihn die Erinnerung an seine schöne Jorinde. Jetzt wird's eklig, oder? Er weinte bittere Tränen und rief, meine Jorinde, wo bist du?
Abgrund schneidet dich jetzt sogar die Holländer schon ab. Ja. Und während Joringel eingeschlafen ward, da bekam er einen Traum. In diesem Traum kam seine wunderschöne Jorinde ihm entgegen. Mit zarten, sanften Wiegeschritten, einem Lächeln im Gesicht. Was soll das? Okay. Finger weg! Es ist quasi Sonntag heute, ja, und wir Montag haben. Und Jorinde, sie erschien in seinem Traum. Sie öffnete ihm, dass er sie befreien könnte. Hilf mir! Nein, du bleibst liegen. Dann steh auf, war gut. Bleib lieber liegen. Leg dich wieder hin. Ich hab einen Stock. Gib die Klatsche. Greife. Und sie öffnete ihm, dass er sich auf eine Queste machen sollte. Auf eine Adventurie, eine heilige Suche, eine Blume zu finden. Die hat gar kein Ausrufezeichen über den Kopf. Entschuldigung. Ich weiß, Allergie gegen Bullshit. Schnauze. Ein Spiel ohne Ende, ja? Und diese Blume, sie leuchtet gülden und hat in ihrer Mitte eine silbern leuchtende Perle. Besorgst du diese Blume, dann kannst du die Zauberkraft der Hexe brechen und mich befreien. Das Publikum sagt, boah. Die Hexe weiß davon nichts. Ach so. Hilf mir. Sehr schön. Der hast du ein Wort davon mitgekriegt, was die dir im Traum erzählt hat? Hm? Jetzt habe ich befürchtet. Das ist ein echt komischer Traum, ich sag's dir. Der Traum war vorbei und Jorinde entschwand wieder ins Schloss. Der Jüngling, er stand auf. Oh Gott, nein, scheiße, nicht schon wieder die Bandscheibe, oh nein. Du hast keine Bandscheiben mehr. Ach ja, stimmt. Ja, Wahnsinn. Und er hatte eine Eingebung, er könnte sein Weibchen retten und freute sich gar sehr. Juhu. Juhu. Jubel. Ja. Er schickte die Schafe nach Hause, die unter dem Applaus des Publikums wieder zu ihren Eltern zurücklaufen. Kinder, du kommst wieder mit ein, wenn du dazu bist. Was ich mich frage, die Olle hat mir im Traum gesagt, find da so eine Blume mit einer Perle drin, damit machst du die Zauberkraft der Hexe weg. Der Jüngling erhielt nach Osten. Oder was? Der Jüngling erhielt nach Westen, nach Norden, nach Süden, in den Äquator entlang. Und eines Tages, hier mit dem schönen hohen Weststädt, deswegen ist auch dieser Park gegründet worden, fand er die Zauberblume. Applaus. Glück mich, sagt die Blume, ich bin schon rein. Die ist weder gelb noch silber in der Mitte. Das ist jetzt alles, was wir haben, damit müssen wir rauskommen. Mit dir müssen wir ja auch rauskommen. Oh, guck mal, ein Gänseblümchen. Nein! Es ist kein Gänseblümchen, es ist eine Zauberblume mit einer silbernen Perle in der Mitte. Da ist gar keine silberne Perle. Da ist keine Perle. Guck mal, da kommt eine Perle. Erwischt. Das zweite Mal. Da ist keine Perle. Oh, das können wir aushelfen. Abhilfe schaffen. Jetzt schon. Warte mal, es tropft das ein bisschen. So, so ist gut. Die Blume mit der silbernen Perle, Applaus. Doch als ich der Jüngling auf den Weg machen wollte. Ja, sieht's aus, Paul. Und jetzt vor. Oh, schönes Märchen, die Geschichte gefällt mir. Kommt dir das bekannt vor? Guck mal, Gisela geht fremd. Da. Didi. Scheiße. Ich habe eine Blume und damit ja! Ist meine Frau befreit. Das Ding trifft ihn nicht. Da hörte er aus einem finsteren Gebüsch einen gewaltigen, donnernden Schrei. Woo!
Kein meiner was Blut aus den Ohren nicht. Was? Es war nicht das Mikro. Was war im Kimono? Bochum. Gewitter? Ziege. Ich erinnere mich nicht an Silvester. Nur weil du dich nicht dran erinnerst? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ja, doch, dachte ich mir. Und in einem edlen Gemisch hat sich ein vortrefflicher Reif verfangen, das Publikum ruft. Wow. Flapp, flapp. Der Jüngling, er bekam Mitleid. Oh, guck mal, Chicken McNugget. Er ging zum Greif. Und er befreite ihn. Wo hast du dich denn überhaupt verheddert? Jawohl, das Gebüsch. Der Greif aber frei. Er ließ einen Freudenschrei los. Und flog davon. Applaus. Bis zum nächsten Tisch. Der Greif hört sich irgendwie an wie ein Stuka. Nein, die Stuka waren... Nein, das war meine Zimmertür. Der Jüngling erwunderte sich. Was hat das zu bedeuten? Hm? Doch er ging weiter und erreichte das Schloss der bösen Hexe. Schon wollte die Hexe heraushüpfen mit einem gewaltigen Sprung auf ihren Knien. Moment. Auf die Knie? Oh, nee. Die knacken heute nicht. Ich habe Gummibärchen gegessen. Oh, verdammt. Schon wollte die Hexe den Zauberspruch ansetzen, um den Jüngling zu verdammen. Doch da präsentierte der Jüngling seine Zauberblume. Das Publikum das Rotze dran. Ja. Halt, stopp. Eine Armlänge Abstand. Muss man heutzutage erwähnen. Der Hektus ist getötet. Echt? Ja, du hast da Rotze an der Hand. Ich habe eine Blume und die ist vegan. Und die Hexe rief, halte ein, Jüngling. Sie bekam es mit der Angst zu tun, schlotterte über den Knien. Sie schlotterte über dem Kopf. Sie ließ die Zunge heraushängen. Drehte sich im Kreis. Ja, ein bisschen wollen wir das schon sehen, nicht wahr? Meine Güte, ja. Mir reicht's, das kann dir doch keiner mit ansehen. Avada Kedavra. Nein! Und die Hexe rief, Jüngling, hab Erbarme mit mir! Mama, langsam, Alter. War ja nicht so gemeint. War ja nur wegen, weißt du, die Jugend und so. Mir taucht ja eh nichts. Die Hexe öffnete ihm, dass er eine Möglichkeit hätte, seine Freundin zurückzubekommen. Ja genau, außerdem kannst du die Ische wieder kochen, kannst du nicht physisch denken. Halt, nicht einfach so. Was denn? Es ist nicht wie in Wächtersbach. Er hatte nicht eine Nachtigall auf der Stange sitzen, sondern drei. Was? Drei Nachtigallen. Was denn für Nachtigallen? Drei Nachtigallen. Ach so. Oh Gott, mein Bier. Schnell hin. Nicht, dass die sich auf mein Bier setzt. Wenn du Glück hast, ist es danach voll. Applaus. Drei Nachtigall. Wolle wird Nachtigall kaufen. Und sie sahen alle aus wie ein Ei dem anderen. Ja. Nun eröffnete ihm die Hexe. Wenn es dir gelingt, deine Jorinde, deine Liebste aus den dreien herauszufinden, wird sie dir gehören. Tippst du falsch? Gehört sie für alle Zeit mir und lachte böse. Das ist doch nicht böse. Alter, hast du Thunfisch gegessen? War da zu viele Delfinen drin oder was? Du klingst wie ein Känguru. Man lacht so. Da mach du doch die blöde Hexe! Zippe, jetzt kommen wir schon her. Wir haben ihn alle lieb, nicht wahr? Ja. Hat er gar nicht. Los, jetzt lach. Ja, genau so kennt ihr. Ich bin noch nicht fertig. Mentos? Ich bin dein Vater. Nein! Doch.
falsche Geschichte. Ja, was denn jetzt? Der Jüngling erging zu den drei Nachtigallen. Wähle aus, wenn du die richtige erwischst. Dann soll sie dein sein. Nimmst du aber die falsche, dann bleibt sie mein für alle Zeit. Und die Hexe sang: Eins, zwei oder drei, du musst dich entscheiden. Wozu hat er denn eigentlich die blöde Blume? Dazu kommen wir noch. Ach so. Der Jüngling, er war nervös. War es diese dort mit dem blonden Haar, welches Gold gewirkt war? War es diese mit dem grünen Kopf, doch grün wie die Hoffnung? Oder die gar in der Mitte? Mit dem ich dachte, die sahen alle gleich aus. Ja, mit das, ach, das können wir nicht so, mit den Kleinigkeiten. Tor 3, Tor 3. Das ist die da oder die da. Nein, das ist die da. Denn Freitags ist die nie da. Er wusste nicht, wer sie war. Und so ließ er jede Nachtigall singen. Das war dein Applaus, ja? Ja. Wir wollen mal sehen, was auf jeden Fall bleibt. Und er ließ die Nachtigallen singen. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Und sie sangen wie nur Nachtigallen es konnten. Ich bringe euch Feuer, die Nacht zu verbrennen. Doch schließlich sang die in der Mitte. Let it go! Ja! Let it go, let it go! Sofort erkannte der Jüngling seine Geliebte, lief zu ihr und gab einen Kuss auf die Stirn. Da ist er ja! Ich bin auf die Stirn, du Fehl! Das war die Stirn und die Nase und das linke Auge. Ja, dann eben drum. Die Hexe schrie auf! Die Vögel, sie flogen zurück zu ihren Plätzen. Jorinde blieb natürlich hier. Jorinde und Joringel fassten sich an die Arme und freuten sich gar sehr. Ich kotze. Doch die Hexe war noch da. Und ob der frisch erfüllte Liebe hob der Jüngling die glitzernde Blume. Und rief die Hexe zu. Hexe, jetzt werde ich dir alle Zaubermacht nehmen. Hexe, jetzt ist Sense. Oh, er hat die Blume mit der Rotze. Ja, die Hexe rief, nein, Jüngling, du sollst alle Zauberkräfte haben. Du sollst mein Schloss haben, du sollst alle Schätze der Welt haben. Aber Jüngling, berühre mich nicht mit der Blume. Ich mache dir ein Angebot, was du nicht ablehnen kannst. Nein, das muss man anders sprechen. Das heißt, ich mache dir ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Bitte direkt das. Ich habe hier die Hauptrolle. Das ist künstlerische Freiheit. Das ist keine künstlerische Freiheit, das ist Mist. Dann ist es eben Mist. Das ist akzeptiert. Ich habe schon gesprochen. Nein, das machst du doch bitte nochmal. Ich mache dir ein Angebot. Jetzt klingt er wirklich wie morgens aus dem frisch aus dem Bett gepellt. Sag mal, Erzähler, ich glaube, die Hexe hat einen Schlaganfall. Sie kriegt sie auch gleich. Doch der Jüngling hatte keinen Erbarmen und berührte die Hexe mit der Blume. Das Volk ruft Juhu! Juhu! Mach die Biege, Fliege. Die Hexe schrie auf, ihre Zauberkraft war dahin. Au, au. Und in dem Moment ertönten Marken erschütternde Schreie. Die Luft im Schloss. Denn der Greif kam durchs Fenster hinein. Der stürzt sich auf die Hexe. Nein. Packte die Hexe am Bart. Mit der linken Kralle. Öffnete die rechte Kralle. Verhinderte sich dabei ein bisschen ihre Flügel. Griff der Hexe in die Herz und riss sie aus der Brust, dass das Blut herausspritzte. Ja! Cut! Was? Die macht das wirklich. Ja, stimmt, warte, das müssen wir ändern. Na, was hat er gebracht? Ein Feindwerkzeug. Schade. Ich hatte gerade das goldene Blut von ihm dabei. Das soll ich nach vorne auskippen. Dann eben hatte die Hexe, er hatte dir Greif etwas anderes mitgebracht, nämlich eine Gruß aus der Karibik. Und prügelte die Hexe zu Tode, das wollen wir jetzt sehen. Wir machen das mit dem Herz, Liebe. Das Publikum jubelt! Hör auf! Die Gemeinde sagt, haha! Doch kaum, dass die Hexe verschied, stirbt mal.
Jetzt geht er erstmal heulen. Jetzt ist er eingeschnappt. Kaum, dass die Hexe verschied, kaum, dass... Ah, also übernackt. Los, komm raus zum Sterben. Was? Du musst sterben. Ich höre da hinten nichts. Ja, ich hätte die ganze... Was muss ich machen? Sterben. Sterben. Eins, zwei... Pfui, weg von mir. Ih, du Leiche. Ih, du stinkst. Das Harte muss ins Weiche. Das Harte muss ins Weiche. Jawohl. Zack, die doch kaum war die Hexe gestorben. Da barst das Schloss in seine Grundfesten. Moment, halt, stopp, wir stehen hier noch drin. Mir doch egal. Das ist und aus dem Greif verwandelte sich der Greif in eine wunderschöne Königin. Der Fluch ward gebrochen, das Königreich ist befreit, das Volk raste raus. Die Königin, sie ging zu Jorinde und Joringel. Flups. Hi. Ja, unverheiratet. Fand Jorinde eigentlich ganz ansprechend? Jorinde? Ja, Jorinde. Na toll. Heiratete diese, gründete ein neues Königreich. In der Zwischenzeit musste Joringel als Schweinehirt sein Leben fristen. Danke, Gemeinde. Moral von der Geschichte, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. So. Diese Leute gibt Städtchen, war es gewesen. Jorinde und Joringel dargebracht von der heiligen Dreischäuslichkeit. Heute akkompaniert von allerlei illustren Gefolge. Für euch an der Städtchen, wie die edle Jorinde. Ebenfalls akkompaniert wurde die edelste von zwei weiteren Meiden hier an der Städtchen, die in wundervoller Art und Weise die ein oder andere Lerche oder auch Nachtigall dargestellt haben. Für euch die Nachtigallen. Großartig war es gewesen hier an der Stetten. Wurden wir unterstützt von so vielen Schafen, die blühten können wie keine zweite. Springt einmal auf. Schafe, das ist euer Applaus. Die Schafe haben Existenzdurchwanderung gemacht. Jetzt sind sie Kängurus. Jetzt sind die Schafe Kängurus. Ja, Kängurufleisch soll auch ganz lecker sein. Schafe, könnt ihr mich mal wach küssen? Die könnt ihr wach treten. So. Los, kitzelt ihn wach. Aber ach, schau dir mal an. Sag mal, Kinder, geht's noch? Hey, aufhören. So, die hat voll zugetreten, das Biest. Ja, oh. Und die Hexe wurde auch noch gehäutet. Sehr schön. Dankeschön. Skalpiert. So. Ab mit euch in die Ordnung. Ab auf die Wiese. Hier an der Stätte, aber in wundervoller Art und Weise. Als tödlich ergreifend als Königin, Schwester Karma. Hier an der Stätte, in wundervoller Art und Weise. An der Stätte, Jorinde dargestellt. Von Sabrina, dem Füchschen. Manta, 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 Manta. Für euch an der Stätten, hier in einer wundervollen ersten Rolle. Der Tod hat es sich nicht nehmen lassen, auf diesem Platze Joringel Manni zu spielen. Für euch der Tod. Und unerreicht, in jeder Art und Weise, in Bösartigkeit und übertroffen, selbst vom Tod und von mir nicht, hier auf dem Platze, der rechte Leberhaken des Herrn. Der schlimmste Zechbretter des Teufels, dickste Kröte im Teich, Bruder Rectus! Ein besonderer Dank gilt dabei natürlich einem edlen Mitspieler hier in der Städtin. Vom ersten Tag bis zum letzten wird er dabei sein. Er darf niemals fehlen. Für euch, die Bang! Liebe Gemeinde, Brüder und Schwestern, keine Märchenstunde ohne den Mann, der alle Märchen dieser Welt kennt. Der Mann, der 2846 Milliarden Worte innerhalb einer Sekunde sagen kann. Ohne den Mann gar nichts funktionieren kann. Der hässliche Hans. Denkt daran, meine Lieben, das Buch bei Turnier ist vorgezogen. Vorgezogen auf, ich hoffe, 14.30 Uhr. Jawohl, ja, wir lange hin. Drüben am Platz hinter der Ritterturnierarena zu Pferde. Und wir sehen uns dort wieder, denn das Kämpfen geht weiter. Meine Lieben, am heutigen Tage wünschen wir euch noch alles Erdenkliche, auch Gutes. Dankeschön. So, wo ist man hier, zu dem der Stab jetzt fehlt? Wo ist er hin? Ah, da hinten. Mal gucken, ob ich treffe.
Ja.